kommen gerade volle Erinnerungen hoch. Nicht, weil ich hier auf dem Bahnsteig stehe. Keine Angst, hier fährt nichts mehr. Sondern wegen diesem Gebäude da. Und zwar ist das jetzt ein asiatisches Restaurant. Es war früher eine Billardgalerie. Und in dieser Billardgalerie, da haben wir früher, vor vielen Jahren, haben wir da, ich und ein paar Freunde und vor allem einer meiner besten Freunde von damals, Moritz, ganz, ganz viel Billard gespielt. Und das ist so dieser kleine Weg, wo wir dann immer lang gegangen und lang gefahren sind. Und jetzt düsel ich hier gerade so lang nach der Arbeit. Ich arbeite jetzt halt in einem anderen Lidl. Es war schon immer eng hier. Ah. Genau, ich arbeite in einem anderen Lidl-Markt und zwar jetzt drüben am anderen Ufer. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Arbeitsweg, was ich eigentlich sehr genieße, weil dieser andere Arbeitsweg, der führt mich zum einen halt mitten am Hauptbahnhof vorbei und vor allem unten am Wasser. Und unten am Wasser, da ist halt super viel. Ich kann, wenn ich mal einkaufen will, kurz in der City da anhalten. Und einfach der ganze Weg. Ich fahre direkt an meinem Fitnesscenter vorbei, was halt total angenehm ist, weil man dann einfach mal kurz nach der Arbeit zum Fitness kann. Und vor allem diese Strecke unten am Wasser, die werde ich dann euch mal zeigen irgendwann. Die ist halt viel angenehmer und viel schöner zu fahren als die andere Strecke. Ich fahre zwar insgesamt ein bisschen mehr, das ist auch nicht die Welt. Ja, oh Gott, sind wir hier früher oft lang gefahren und lang gegangen. Haben uns zum Billard getroffen. Habt ihr ja bestimmt mal noch gesehen. Falls ihr meine Vlog schon so lange guckt, dann könnt ihr euch da noch dran erinnern. So. Ich warte mal, bis die Kettensäge da vorbei ist. Uiuiui. Also ich überlege, aber ich fahre mal rechts lang. So, ich habe nicht wundern, ich habe die Kamera extra nach rechts gedreht, weil nachher der schöne Teil meines Arbeitsweges, der schöne Teil, auf der rechten Seite passieren wird. Ja, und noch ist der Arbeitsweg jetzt nicht so wunderschön, ne? Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt hier nicht gerade umsonst aufnehme und dass das Ganze klappt, sonst brabbel ich jetzt die ganze Fahrradfahrt hier umsonst. Übrigens, ich hoffe auch, dass es nicht zu windig. Falls das zu windig sein sollte, spreche ich das im Off einfach gleich nochmal von meiner Fahrt. Hauptsache, er filmt. Tatsächlich, dass dieser Weg um diese Brücke herum, also es ist ganz interessant, pass auf, ich zeige euch das mal, also, da hinten, so, da kann man praktisch nicht lang, da links ist meine Arbeit und von rechts, von da komme ich, das heißt, ich muss praktisch einmal im Kreis drumherum fahren, um dann wieder bei meinem Markt anzukommen und ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Richtung kürzer ist. Es ist überhaupt nicht wichtig, weil es ist ein Unterschied von 20 Sekunden. Aber eigentlich ist es schon wichtig. Und ihr habt mich ja das letzte Mal gefragt in den Kommentaren, ob ich es nicht seltsam finde, so praktisch vor mich hinzureden, während halt Leute in der Nähe sind. Und huch, es ist manchmal seltsam, gerade so wie jetzt, wo die Leute halt überhaupt keine Ahnung haben, warum ich überhaupt gerade rede. Dann kann man sich es irgendwie seltsam vorstellen. Aber wenn die Leute genau wissen, dass ich filme, selbst dann war es am Anfang merkwürdig. Aber das gibt sich irgendwann. Diese Fremdscham, wenn man halt in der Öffentlichkeit ist und was dreht und was filmt, das legt sich irgendwann. Es ist noch nicht ganz weg. Aber man sieht das ein bisschen lockerer als in den Anfangszeiten. Jetzt wird es gleich voll.
hätten, geht es jetzt über die Brücke. Ach, ich bin auch einfach nur kaputt, deshalb rede ich gerade nicht nonstop. Schwenker, damit ihr das da mal so seht. Ja, schön, ne? Schön. Ja, schön. Jetzt geht's über die Brücke. Also auf dieser Brücke sind Fahrradfahrer nur geduldet. Deshalb muss man so ein bisschen um die Fußgänger drumherum fahren. Ein bisschen vorsichtig sein. Pokémon-Go-Treffen übrigens. Nicht unbedingt, weil da jetzt gerade Würstchen sind. Hätte ich da jetzt ja Bock drauf, ne? Ach, guck mal hier, die Schranken sind unten. Das habe ich auch noch nie erlebt. Dass die Brücke hinter mir oben ist, das habe ich schon öfter erlebt. Aber dass hier jetzt Verkehr ist, oh, das dauert wohl noch ein bisschen. Eine FCU-Anspielung musste natürlich sein. Es ist einfach eine irre lange Strecke. Das ist halt, man kommt da eigentlich schnell durch, weil wie ihr seht, man kann hier halt richtig Tempo machen. Wenn ich hier jetzt so gemütlich langkurven würde, damit kein Wind aufkommt und damit ich halt hier in Ruhe reden kann, dann würde ich richtig viel Zeit verlieren. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, hier machst du jetzt einfach gut Strecke, machst gut Tempo. Es macht auch einfach Spaß, diese Strecke hier lang zu flitzen. Hier muss ich dann da leider abbremsen, weil sie da gerade bauen. Alter, ohne Witz, in ganz Kiel ist im Moment Baustelle. Zum Glück muss ich kein Auto fahren. Aber hier ist schon echt ein bisschen blöd, mit dem Fahrrad lang zu fahren, weil das halt echt eng ist. Und so, wenn irgendjemand einem entgegenkommt, muss man zum Fahrrad absteigen. Außer man ist irgendwie so bekloppt wie ich und fährt einfach dran vorbei. Aber auch jetzt bei ihm, das war echt knapp. Ach, das weiß ich noch, ey. Ich habe gar nicht nach hinten geguckt, ob er umgefallen ist. So, jetzt geht's wieder los. Ja, es ist einfach echt schön. Was man jetzt halt nicht so sieht, ich kann ja nicht die ganze Zeit nach rechts schwenken, aber rechts ist halt jetzt überall Hafen und überall Wasser, auch da vorne an den Brücken. Es ist einfach eine schöne Hafenstimmung hier und einfach in dieser ganzen Umgebung hier ist halt dadurch eine unglaublich schöne, klare und auch kühle Luft. Das heißt halt auch gerade im Sommer, wenn es dann mal ein Tag ist, wo es ein bisschen milder ist, dann genieße ich das halt gleich so unglaublich doll, weil gerade hier unten am Wasser dann halt so eine richtig schöne, frische Luft herrscht. Und morgens, wenn es ein bisschen neblig ist und gerade so hell wird, dann ist das halt auch wieder irgendwie total schön. Kommt man sich sogar ausgewichen. So bin ich da lang gewetzt. Hier rechts ist übrigens auch ein, da stehen immer noch ganz, ganz viele und spielen Pokémon Go. Ich fahre da sogar einmal kurz rein. Hier sind
drei Pokestops aufeinander am Wasser. Hier konnte man eigentlich immer mal ganz gut Pokémon fangen. Ich erwähne immer mal zwischendurch, dass ich halt Pokémon Go anhab. Ich hab's auch immer mal wieder an, aber ich find's halt, wenn ich sage, ich spiele kein Pokémon Go mehr, dann meine ich, dass ich das nicht mehr so richtig, ich fahre nicht mehr für Pokémon Go raus. Und das habe ich halt eine Zeit lang gemacht. Das ist halt das, was ich meine. Sie entwickeln das Spiel kaum weiter. Jetzt diese Raid-Kämpfe finde ich auch irgendwie so, mir geht's halt vor allem um die Pokémon-Spawn-Rate. Nicht, dass ihr euch wundert, weil ich immer sage, ich spiele kein Pokémon Go mehr. Damit meine ich, ich fahre nicht mehr für Pokémon Go raus. Wenn ich aber unterwegs bin oder mal eine Tour mache oder sowas, dann habe ich nebenbei, weil ich eh mein Handy am Fahren habe, Pokémon Go auch mal an. So, und hier schwenke ich einmal kurz und halt an, um euch mal so wenigstens kurz Einblicke von der Hafenumgebung zu geben. Mir rutscht übrigens so, habe ich erst so später gemerkt, ein bisschen das Handy runter in der Halterung, sodass ihr jetzt immer mehr und mehr meine Fahrradstange zu sehen bekommt. Ist teilweise aber auch ein bisschen witzig, weil ihr denn ja seht, wie ich steuere. Leider rutscht die nachher ein bisschen weiter runter, sodass ihr nur noch ein Drittel des Bildes seht. Hier schwenke ich nochmal kurz rüber zum Wasser. Es ist einfach, ich finde es einfach schön hier unten. Es ist eine echt schöne Strecke. Und hier war ich halt auch, als ich Pokémon Go gespielt habe, sehr, sehr viel unterwegs. Da vorne am Schlosspark, wo wir gleich durchfahren, hier am Wasser und vor allem, genau geradeaus praktisch, wenn ihr jetzt auf den grünen Gebäudeteil da hinten guckt, da praktisch in der Richtung, da geht ja die Promenade halt unten am Wasser noch richtig Kilometer weit und da bin ich halt eine Zeit lang auch richtig viel auf und ab gefahren, weil da sehr viel Pokémon gespawnt sind. Es war einfach eine schöne Zeit hier mit Pokémon Go. Ach ja, ja, Kiel ist eine schöne Stadt und ich habe ja schon oft gesagt, dass ich in die Heimat zurückziehen möchte. Ich werde auch in die Heimat zurückziehen, denn mir fehlt das Ländliche. Ich bin eigentlich kein Stadtmensch. Kiel ist aber, was das angeht, noch einigermaßen okay. Es ist halt keine Riesenstadt. Es ist eine schöne Hauptstadt, eine Großstadt. Man hat ein städtisches Gefühl, aber es ist nicht so eine riesige, ungemütliche, turbulente Großstadt, wie zum Beispiel Hamburg oder andere Städte, in denen ich so war. Es ist halt immer noch schön ruhig irgendwie, auch dadurch, weil Kiel eine Studentenstadt ist und Kiel so neu aufgebaut wurde, recht großflächig gehalten ist und modern und übersichtlich. Das ja, aber halt so dieser Stadtflair, was Altstädte angeht, hat Kiel halt nicht. Und mir fehlt halt einfach dieses Ländliche. Aus einer kleinen Stadt wie Laumburg rauszufahren, sofort im Land zu sein, einfach von Wäldern und Land und Wiese umgeben zu sein, das fehlt mir halt ein bisschen. Und ich möchte wieder zu meiner Familie ziehen und zu alten Freunden. Hier ist das erste Mal die Kamera so richtig versprungen. Ich glaube, das merke ich jetzt. Ja, ich richte es wieder, aber ab jetzt ist der Lenker so ein bisschen blöd. Und hier ist halt der Schlossgarten. Hier sind halt, da vorne sind halt drei Pokestops. Nee, warte mal, hier sind es nur zwei. Aber hier vorne im Park unter den Bäumen sind zwei Pokestops nebeneinander, aber halt zwei sehr, sehr gut besuchte Pokestops. Und eine Zeit lang waren halt gerade hier an der Ecke halt super viele verschiedene Pokémon. Also hier war eine Zeit lang richtig viel los. Ja, und allein daran seht ihr, es ist Sommer und vor einem Jahr saßen hier bestimmt, ihr habt es damals gesehen, 50 Leute auf einem Fleck. Und allein, dass hier niemand mehr ist, das ist schon das Zeichen dafür, dass sie es mit Pokémon Go verkackt haben. Aber ich denke trotzdem immer noch gern zurück. Es hat Spaß gemacht. Vor allem hatte ich ja das Glück, dass die Pokémon Go-Strecken auch sehr, sehr schön waren. So, und hier ist jetzt auch immer noch gar nicht so weit weg von der City, weil wenn man jetzt praktisch nach links abbiegen würde, dann würde man schon wieder Richtung Holzenstraße kommen und Richtung Alter Markt und halt dann auch schon wieder Richtung Einkaufsstraßen fahren. Und hier geht es jetzt halt hoch Richtung Fitnesscenter. Jetzt habe ich auch schon den Großteil der Strecke geschafft. Jetzt wird halt eher so ein bisschen, jetzt geht es halt so in die Stadt. Und in der Stadt ist natürlich auch ein bisschen Verkehr und ein bisschen Ampeln, deshalb zieht sich das jetzt so ein bisschen. Hab ich nicht eine schöne Lenkerstange? Es ist unterwegs kein Unfall passiert und es hat sich auch keiner unsittlich verhalten. Ich muss also keine Kennzeichen ausblenden. Mir ist übrigens mal aufgefallen, jetzt gerade sind die ja zur Seite gegangen, dass in Kiel die Leute recht rücksichtslos sind, was Fahrradfahrer angeht. Damit meine ich, die beachten kaum Fahrradwege. Die gucken, wenn sie die Fahrradwege überqueren, auch wenn Autos rausfahren, aber auch wenn Menschen einfach irgendwo lang gehen, die achten kaum auf die Fahrradwege. Ich meine, ich komme da mit Vollkaracho angefahren und die gucken nicht nach links, rechts und steigen einfach aus den Autos aus, gehen einfach ganz gemütlich über die Fahrradwege rüber. Ich meine, ich würde die umfahren.
Gut, es ist nicht so schlimm, als wenn ein Auto die umfährt, aber wenn ich die umfahre mit meinem Fahrrad, dann ist das immer noch nicht so toll. Vor allem nicht für mich. So, die waren jetzt ja nicht so schlimm, die wollten ja jetzt kurz über die Straße rüber, haben mir ja genug Platz gelassen, aber wie gesagt, ganz viele, die kümmert das halt einen Scheißdreck. Naja, so wird's südlich hier ganz gemütlich lang. Falsche Seite. Naja, ist doch nicht so wild. War jetzt nicht so ernst gemeint. Hier rechts sitzen nur die Snobs. Ohne Witz, da sitzen echt immer die Snobs. Achso, da zeige ich jetzt gerade, da rechts geht's zum Fitnesscenter. Wollte ich euch zeigen. Und dann habe ich mich jetzt gerade an dieser Ampel entschlossen und gedacht, okay, wenn hier jetzt rot ist. Rot ist doof. Rot ist warten und ich weiß ja auch, dass ich hier ein bisschen warten werde. Also habe ich mir gedacht, dann fahre ich doch hier lang, weil es ist gehüpft wie gesprungen. Ob ich jetzt hier lang fahre oder da hinten. Hier ist halt so ein Ticken länger. Dafür kommen wir dann auch nochmal so ein bisschen am Park vorbei, wo ich halt Fußball gespielt habe. Dann kann ich euch das noch kurz zeigen. Und vor allem war das eine Stelle, wo sehr viel Hundus da teilweise gefangen wurden. Und da links ist mein Fitnesscenter. Ich glaube, der alte Opa, der zum Beispiel, der hat einfach meinen Weg geschnitten. Der kam von aus dem Nichts, ist einfach abgebogen. Und ja, hätte ich reinfahren können in den alten Mann. Na, da hat man es nicht so ganz gesehen. Aber genau links vom Bild, da wo man es nicht mehr gesehen hat, da ist halt mein Value, mein Fitnesscenter. Also ihr seht, direkt auf dem Weg. Und das ist halt ziemlich cool. Das, ich sag mal, das macht es ein bisschen einfacher, den Schweinehund zu überwinden, wenn man halt nicht erst nach Hause muss, die Sachen holen muss. Und selbst wenn man die Sachen mit hat, dann fährt man praktisch an zu Hause vorbei, fährt nochmal ein gutes Stück in die Stadt rein, um dann zum Fitness zu kommen und dann wieder zurück. Weil wenn man halt aber eh da lang fährt, ja, dann ist es, ist der Schweinehund ein bisschen leichter überwunden. So. Hier wird es wieder ein bisschen grün. Kiel ist generell eine sehr, sehr schöne grüne Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das rettet es noch so ein bisschen. Aber Kiel wird auch im Moment super viel gebaut. Hier ist halt das Uni-Gelände, die UKSH. Da arbeitet Manon, ist da auch super glücklich gerade. Und da wird halt auch mega viel gebaut. Da ist jetzt halt überall Baustelle. In der Stadt werden gerade die ganzen Straßen aufgerissen. Kiel ist im Moment sehr von Baustellen übersät. Das ruiniert das Stadtbild auf jeden Fall sehr enorm im Moment. Aber ansonsten ist Kiel eigentlich eine ganz schöne Stadt. Aber wie gesagt, schön im Sinne von modern schön, von Strand schön, von Urlaub schön. Und hat halt aber kein bisschen so den Charme von alten Städten, wie Lüneburg, Lübeck oder solchen Städten. So, hier geht's weiter rein. Jetzt wird's wieder ein bisschen schöner. Da hinten gibt's ein Beachvolleyballfeld. Und da hinten habe ich, da gab's mal ein Hundusternest. Da habe ich mein erstes Hunduster gefangen. Da war ich ganz glücklich. Hier war auch mal eine Frau unterwegs mit ihren Hunden, war sie am Gassi gehen. Das war cool. Die hatte eine deutsche Dogge und einen kleinen Franzosen an der Leine. Aber so einen richtig süßen Franzosen. Mit dem habe ich ein bisschen gekuschelt. Der hat mich abgeschlammert. Auch ich vermisse das tatsächlich echt doll. So, und da ist das Beachvolleyballfeld. Da haben wir mal ein paar Mal gespielt. Mit alten Freunden aus dem Studentenwohnheim. Ich vermisse es sehr, einen Hund um mich zu haben. Also vor allem halt auch einen Hund. Weil Manon hatte ja Sammy, den kennt ihr ja noch, die kleine französische Bulldogge. Und ich vermisse das sehr, einen Hund um mich herum zu haben. Und vor allem diese Bulldoggen, diese bekloppten kleinen Hunde. Sehr schade. Ich weiß nicht, ob ich mir halt mal einen Hund holen werde, weil im Moment, ich möchte halt alleine bleiben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann nochmal jemanden kennenlerne. Und wie gesagt, wenn, dann habe ich gesagt, dann muss es jemand sein, der meine Leidenschaft teilt. Ich möchte nicht da wieder mein eigenes Ding machen müssen, sondern wenn ich jemanden kennenlerne, der meine Leidenschaft teilt, der auch gerne spielt, vielleicht auch mal gerne Manga liest, mit dem man halt das alles irgendwie teilen kann. Dann bin ich offen dafür, aber und wenn es halt aber nicht so ist, dann werde ich halt auch alleine glücklich im Leben. Dann ist aber das Problem, alleine einen Hund zu halten, ist problematisch, ist vor allem doof für das Tier. Und ja, mal gucken, was sich da so entwickelt. Vielleicht, wenn ich wirklich in der Nähe meiner Eltern bleibe, also wirklich nah, dann könnte man ja gucken, weil die haben eh schon da zwei Hunde zur Obhut, dass die da vielleicht ab und zu mal nach dem Hund gucken, wenn ich merke, ich muss jetzt den ganzen Tag arbeiten, dass mal einer kurz mit dem Hund rausgeht. Das weiß ich alles nicht, was da die Zukunft bringt. Vielleicht, ich weiß auch nicht, wie meine Wohnsituation wird. Vielleicht habe ich auch irgendwann, ich möchte mir natürlich eine eigene Wohnung erstmal holen, um die zu dekorieren, aber vielleicht hole ich mir eine Vierzimmerwohnung und vermiete dann ein Zimmer unter und wenn man da einen coolen Mitbewohner hat, der mit dem Hund kommt, keine Ahnung, wie gesagt, alles irgendwie mal möglich. Ja, aber das ist erstmal so
der Stand der Dinge, so meine Lebensplanung im Moment. Ich möchte jetzt versuchen, meine Karriere voranzutreiben. Habe da morgen ein wichtiges Gespräch mit meinem Chef, also mit meinem Chef. Mal gucken, was der so sagt, dass ich einfach mal so weiß, wo ich stehe, wo ich bei ihm so stehe. Und dann kann ich dementsprechend entscheiden, ob ich den wert bin, ob ich da jetzt Entwicklungschancen weiter habe oder ob man dann sagt, okay, die planen weiter nicht mit mir, also nicht in höheren Positionen mit mir. Im Moment habe ich da meinen Job sicher, die sind auch zufrieden mit mir, das weiß ich. Nein, halt, ob die sagen, da ist im Moment Platz für mich und die planen mit mir für meine höhere Position, die ich erreichen möchte. Und wenn nicht, dann muss ich halt gucken, ob ich das dann in der neuen Gesellschaft bei Lidl versuche, weil ich möchte ja sowieso die Gesellschaft wechseln, indem ich ja umziehe, weiter unten nach Schleswig-Holstein. Und das muss ich dann alles mal abwägen. Das klang jetzt gerade schlimmer, als es alles ist. Es ist einfach nur mal ein Gespräch, wo stehe ich, wie ist so die Planung im Moment. Weil wie gesagt, wenn sie jetzt halt sagen, nee, wir planen mit dir, hier jetzt in Kiel als Assistent, und dann sage ich, okay, dann mache ich das erstmal, dann ziehe ich das erstmal durch. Wenn sie jetzt aber sagen, das sieht hier im Moment sowieso schlecht aus, dann kann ich halt auch sagen, okay, dann versuche ich es halt mein Glück neu bei Lidl in der neuen Gesellschaft. Das ist alles. So, jetzt sind wir nämlich auch gleich schon da. Jetzt geht es hier noch ein bisschen bergauf. Übrigens, was ich immer ganz witzig finde, ist euch mal aufgefallen, dass die meisten Leute, wenn sie anfahren, entweder total langsam anfahren oder dann halt aufstehen und praktisch so in die Pedale treten. Warum haben die Leute immer so viel Probleme damit, im Sitzen den Antrieb zu finden bei den Pedalen? Ganz im Ernst, ich sitze immer ganz gemütlich, drehe die Pedale, na gut, ich habe halt auch echt Power in den Beinen. Das schon. Aber es kann doch nicht so schwer sein, zu sitzen und vernünftig anzufahren. Warum stehen immer alle auf und quälen sich so unglaublich ab beim Antritt beim Fahrradfahren? Das habe ich nie nachvollziehen können. Sondern hier wird es halt ungemütlich, weil da konnten die jetzt nichts für, weil da ist halt hier alles voll Baustelle, wie man sieht. Und die sind da gerade um irgendwelche Baumaschinen rumgegangen. Ich finde es auch mal unangenehm, da zu Fuß rübergehen zu müssen. Und sie hat mich ja gesehen. Da ist mein Gamingladen. Da, juhu. Ach ja. Da ist er. Das ist so gemein. Vor allem, wenn ihr gleich seht, da war der Gamingladen, ne? So. Da war der Gamingladen. Wir merken uns das. Fahren an den beiden da vorbei. Und da drüben wohne ich. Da links die Tür und da rechts sind praktisch die Fahrradständer. Da werden wir uns jetzt... Oh, schön gleich grün. Seht ihr, wie dicht das ist? Seht ihr, wie gemein das ist? Vor allem, ich verstehe mich mit dem voll cool. Ich gehe manchmal rüber und quatsche nur mit dem, weil wir halt einfach über Spiele labern. Weil er halt auch, das ist ganz interessant, er hat ja sehr viel Einsicht. Er erzählt halt immer, okay, welche Spiele verkaufen sich gerade gut? Verkauft sich die Switch wirklich so gut? Ja, sie verkauft sich wirklich so gut. Er wird die halt immer sofort wieder los. Er erzählt halt auch immer, welche Spiele sind gefragt, welche halt überhaupt nicht. Und das ist immer ganz interessant, was er so erzählt. Auch zu den Preisen der Spiele, warum die stabil bleiben und so weiter. Na gut. Ja, war witzig, mal mit euch während des Wegs zu quatschen. Jetzt melde ich mich gleich wieder von der Kamera selbst. Und zwar... Ach, jetzt fimmel ich gerade am Schloss rum mit den Schlüsseln. Hat aber keinen Bock auf Pause zu drücken. So. Das war mein Arbeitsweg. Nimmt er überhaupt noch auf? Ja, er nimmt noch auf. Das war wirklich keine Absicht gerade. Ihr wisst, was ich meine. Okay, das hat anscheinend geklappt. Ich hoffe natürlich auch, dass die Aufnahme was geworden ist, technisch. Mein blödes Dings hat sich gelöst, habt ihr ja gesehen. Ich musste ab und zu die Halterung wieder gerade rücken. Deshalb hoffe ich, dass das hinhaut. Feierabend ist ein sehr schöner Arbeitsweg, gerade weil ich an so viel vorbeifahre. Das ist echt praktisch. Ansonsten geht es mir echt super, Leute. Ich habe jetzt schon wieder 2,5 Kilo abgenommen. Ich habe natürlich dadurch, dass ich meine Ernährung normal beibehalten habe, aber halt kein Sport. Ich habe ja keinen Sport gemacht, wegen der Verletzung. Heute geht es zum Fußball. Bin schon nur noch am Wasser und am Obst trinken. Ach ja, wie oft habe ich mir das schon vorgenommen. Drückt mir mal die Daumen, dass das diesmal ein bisschen besser klappt mit der Ernährung und dem Abnehmen. Und dass ich mich nicht wieder verletze. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Habt ihr auch so einen schönen Arbeitsweg? So Leute, da geht's wieder los. Der
Der Schweinehund ist überwunden und ich bin endlich wieder beim Fitness. Es ist lange her, wirklich lange her. Deshalb, ich mache auch jetzt erstmal, ich habe gesagt, die Juli, ich will jetzt dreimal die Woche mindestens trainieren. Ich möchte den Juli jetzt nur safe machen. Also erstmal noch nicht so übertreiben mit den Gewichten, damit ich nicht ständig Muskelkater habe. Erstmal langsam wieder reinkommen mit festen Geräten und will dann im August an die Freihantel gehen. Und dann werde ich halt anfangen zu notieren, welche Gewichte ich nehme. Mein Ziel ist halt 3x12 Wiederholungen, damit fahre ich so am besten. Dann vielleicht 12, dann vielleicht 10, dann vielleicht 8. Mal gucken, weil ich will Muskelmasse wieder aufbauen. Ich will nicht nur verbrennen, ich will auch gleichzeitig ein bisschen Muskelmasse wieder aufbauen. Und da werde ich dann notieren, was so meine Gewichte sind und dann im Laufe der Zeit halt gucken, wie viel Gewicht ich halt mehr nehmen kann. Vielleicht teste ich auch mal mein Maximalgewicht, wobei ich schon gesehen habe, bei der Beinpresse bin ich jetzt schon über dem Limit, weil meine Beine sind halt mega power. Aber mal gucken, vielleicht mache ich das mal. Und ich werde auch Updates über mein Gewicht mit preisgeben, damit einfach das Ganze öffentlich wird, damit ich da auch motivierter bin, da auch wirklich am Ball zu bleiben. Und ja, ich hoffe, dass das diesmal wirklich klappt, dass ich diesmal genug Willen zeige, am Ball zu bleiben. Dass man wieder abnimmt, dass man wieder ein bisschen besser in Form kommt, weil man sich dann einfach auch wohler fühlt so im allgemeinen Alltag. Das noch so als Nachtrag, nachdem ihr meinen schönen neuen Arbeitsweg gesehen habt. Ich bin übrigens auf der Arbeit nach Hause, vom Weg nach Hause mit pitchnass geworden wieder. Bin pitchnass hier angekommen im Fitnesscenter. Dort, naja, egal, was soll's. Dafür hat Marianne ein Handtuch dabei. Übrigens cool, ne? Das habe ich dabei. Da kann ich mein Handy reintun und dann einfach ganz gemütlich über die Wireless-Kopfhörer die ganze Zeit Musik hören. Ich kann mir sogar YouTube-Videos nebenbei anmachen, weil das ist ja transparent hier. Und dann nebenbei so YouTube gucken. Wenn man Bock hat, habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht lade ich mir auch Videos runter, dass sie dann nebenbei laufen. Muss ich mal gucken, was ich dann noch so genau veranstalte. So ganz speziell wunderschön ist das ja übrigens so am Morgen. Ne? Wenn das so 5:30 Uhr morgens ist. Wenn es gerade so hell wird, die Sonne noch nicht draußen, ist vielleicht ein bisschen neblig und diesig. Dann ist das schon ganz schön entspannt hier so am Hafen. Von ihm da. Ja, seine Turnschuhe will ich haben. Ratet mal warum. Ich musste selbst über mich lachen, weil sie in Farben der Switch Joy-Con Controller sind. Ich bin so bekloppt. Da bin ich nochmal aus meinem geliebten Schrevenpark und ja, da ich dann doch so dicht dran wohne, bin ich hier dann doch mal wieder gelandet. Warum? Na, es ist Sonntag. Und im Gegensatz zu Manon kann ich nicht den ganzen Tag in der Bude hängen. Ich habe eben gesagt, ich muss einfach mal raus, dass man einfach mal den Kopf frei kriegt, frische Luft einatmet. Mir fällt sonst die Decke auf den Kopf. Das habe ich erst so seit ein paar Jahren entwickelt im Alter. Früher war das egal, aber geht euch das auch so? Ich kann nicht den ganzen Tag in der Bude sein. Ich werde jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden einfach durch den Park gucken, einfach Pokémon Go anmachen, halt einfach mal raus, einfach irgendwie mal so ein bisschen rumchillen. Hauptsächlich möchte ich ein bisschen im Park rumgucken, ein paar Leute angucken, Hunde angucken und Pokémon Go so nebenbei machen. Und einfach, es ist auch echt schönes Wetter, wie man da oben natürlich sieht. Richtig schönes Wetter und das einfach mal ein bisschen genießen und dann kann ich auch wieder in die Bude. Muss ja auch bald schlafen, ist schon 18 Uhr und morgen früh geht es um 5 wieder hoch. Mir ging es zum Beispiel auch gerade so beim Bioshock-Spielen. Ich habe gerade Bioshock auf der PS4 angefangen, habe jetzt 2-3 Stunden auf der Uhr. Ich muss sagen, das Gameplay langweilt mich ein bisschen. Ich finde auch, es ist Shooter, ja, aber ich hatte eigentlich Bock auf Shooter, aber es ist irgendwie eintöniger, langweiliger Shooter. Und mich zieht die Story nicht so mit. Ich weiß, der Twist kommt erst am Ende. Aber auch das ganze Setting. Ich hätte mir gedacht, dass Rapture interessanter gestaltet ist, aber du gehst da die ganze Zeit eigentlich nur durch diese gleichen Tunnel. Und man bekommt ab und zu ein paar geile Einblicke nach außen von Rapture. Aber so wirklich viel Einblick von Rapture, also mal einen Überblick über die Stadt oder halt mal wirklich sehen, wie die Stadt aussieht, hat man bisher irgendwie noch nicht so richtig. Jedenfalls nicht so in dem Maße, wie ich es mir gewünscht und erhofft hätte. Und deshalb bin ich ein bisschen unterwältigt im Moment gerade. Aber ich habe halt auch gemerkt beim Spielen, ich habe nebenbei noch Street Fighter auf der Switch gespielt, dass ich einfach eine Pause brauchte vom Spielen. Die sind natürlich auch immer da. Gänsearmee. Die sind immer irgendwie entweder da ganz hinten am Ufer, wo die ganzen Leute sind, und jetzt gerade haben die sich irgendwie gedacht, wir treffen uns mal hier und grasen. Eine Taube ist auch da. Da vorne ist der Grund, warum ich auch immer gerne hier am Hundeauslauf vorbeifahre.
Kleiner Stinker. Oh, ich liebe die Hunde. Hier ist halt der Hundeauslauf, ne? Wo wir ja auch ein paar Mal waren. Und da waren die gerade drin und ich bin gerade angekommen und dann sind die gerade leider gerade gegangen. Oh, jetzt tobt der Stinker da hinten rum. Ach, schade. Okay. Ein letztes Mal melde ich mich in diesem Vlog. Das ist immer zu herrlich, ey. Boah, die stehen da echt. Ich will immer so den Vlog abschließen und dann komme ich immer tagelang nicht dazu, hier am PC diesen Vlog fertig zu machen. Jetzt werde ich diesen Vlog fertig machen, für euch hochladen. Aber es kommen halt immer wieder neue Tage dazu und immer wieder neue Sachen, die ich irgendwie erzählen möchte. Deshalb sage ich so oft in den Vlogs so, tschüss, bis zum nächsten Mal. Manchmal schneide ich das raus und irgendwann manchmal denke ich mir, ach, scheißegal. Ihr wisst ja, ich bin einfach so, wie ich bin, einfach live vor der Kamera. Und ich habe hier mal ein paar Sachen mir gekauft. Ich habe ein bisschen übertrieben. Was heißt übertrieben? Ich bin ein bisschen eskaliert, sagen wir mal so. Und zwar habe ich ja von meinen ehemaligen Kollegen einen Mediamarkt-Gutschein bekommen, für über 30 Euro. Und dann waren wir beim Mediamarkt. Es ist nicht bei 30 Euro geblieben. Denn zum einen hat mein Kumpel, mit dem ich da war, was entdeckt, was ziemlich cool ist. Dann hatte ich irre Bock auf Mangas und dann hat er mir ein anderes Spiel noch angeredet und dann habe ich noch was richtig Geiles entdeckt. Wir fangen einfach mal an bei dem richtig Coolen, was gefunden wurde. Und zwar stand da bei Mediamarkt einfach so, ich gucke übrigens nebenbei Karate Kid und spiele ein bisschen Hearthstone. Die Fire Emblem Echo Shadows of Valentia Special Edition. Stand da einfach so rum. Und ich habe das Ding so gesehen, habe gedacht, wieso haben die das noch? Ich meine, der ja hat einer reserviert und nicht abgeholt. Aber gut, das Ding gab es auch noch bei Amazon. Also es ist jetzt nicht so krass wie die Breath of the Wild Special Edition oder dann die Samus Special Edition, die ja auch schon überall ausverkauft ist. Vielleicht habe ich auch noch Glück und komme da irgendwo bei ran. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding hier hat mich 90 Euro gekostet, also 89. Aber ich habe lange nicht mehr eine Special Edition gekauft und hatte wirklich das Gefühl, dass ich wirklich, wirklich viel für mein Geld bekommen habe. Also mal davon abgesehen, dass das Spiel da drin ist. Ja, also wir haben hier das Spiel mit einer Soundtrack-CD. Und was ich halt so geil finde an dem Spiel, weshalb ich überlege, dieses Spiel aufzumachen und in meine Sammlung zu stellen, obwohl das Spiel da ja schon im Regal steht, weil ich habe es mir ja schon gekauft. Ich habe das Spiel ja schon. Ich habe es jetzt doppelt. Das hat ein Vinyl-Cover. Und zwar hier. Da gibt es so ein Cover von dem Original, also im Stil vom Original. Und das finde ich so cool. Ich überlege echt, beide als Sammler ins Regal zu stellen. Dann wiederum denke ich mir, das ist auch so ein kleines bisschen bekloppt. Also ich ringe noch mit mir, weil ich es cool finde, beide Spiele mit beiden Covers in der Sammlung zu haben. Oder ich werde es in einem nächsten Gewinnspiel, wenn es das nächste Mal ein Gewinnspiel gibt zu einem coolen Anlass, vielleicht mal wieder ein Jubiläum oder so, dann überlege ich, dieses Spiel dabei mit rauszuhauen. Das weiß ich noch nicht so ganz. Ihr habt mir in letzter Zeit so viel geschenkt und so viele coole Sachen geschenkt, so geile Pakete, dass ich denke, ich kann ruhig mal wieder was geben. Auf dem Stand bin ich im Moment. So, dann sind da ja auch noch zwei Amiibos drin. Und sogar mit dem, ich habe gedacht, da sind nur diese Amiibos drin. Aber zum einen finde ich die Amiibos, die sehen richtig gut aus. Also jetzt mal ohne Scheiß, ich finde, die sehen echt gut aus, von Xelica und allem. In tollem Karton, also finde ich echt geil. Und dann halt auch noch so eine coolen Broschen. Halt in so einem coolen Schächtchen. Das sieht halt einfach übelst edel aus und super cool. Also für ein Sammlerherz ist da echt mega viel drin. Und dann ja auch noch so ein Artbook. Na komm her. Habt ihr gesehen? Ja, ich habe mich 2 Wochen krank geschrieben. Na, halt so. Kennt man ja, ne? Bisschen Skizzen von den Charakteren. Zeichnung. Super cool. Ich finde es einfach unglaublich krass, wenn ich mir so eine Special Edition angucke und so ein Artbook hier durchblätter, wie viel Liebe in der Entwicklung von diesem Spiel steckt. Ich habe es ja schon bei der Review gesagt, wie viel Liebe zu diesem uralten NES-Spiel die ganze Zeit irgendwie gepflegt wurde, sodass sie unbedingt dieses Spiel als so ein gutes Remake irgendwie neu herausbringen, an die Leute bringen wollten. Und sowas sieht man halt an solchen Artbooks, wie viel Liebe zum Detail da drin steckt, wie die Leute unbedingt das Spiel neu entwickeln wollten. Das finde ich richtig, richtig geil. Also eine Special Edition, bei der ich so richtig das Gefühl habe, ja, das Ding ist nicht nur rausgekommen, um von den Sammlern mehr Geld abzuzwacken. Denn ganz im Ernst, was da alles drin ist, wow. Dann hat er mir, wie gesagt, aufgeschwatzt, Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers.
Und ich habe dieses Spiel schon ein kleines bisschen gespielt. Also das Ding ist folgendermaßen. Ich glaube, ich werde dazu ein Review hochladen. Aber einfach nur eine kurze Review. Einfach nur für die Leute, die wissen wollen, was ich von diesem Spiel halte. Um es kurz zu machen. Ich finde es cool. Ich finde den Preis, den ich bezahlt habe, 35 Euro, finde ich okay. Kann günstiger sein, aber sie haben sich sehr viel Mühe gemacht. Das Spiel sieht toll aus in diesem hochpolierten. Es spielt sich toll. Es spielt sich aber halt auch vor allem von der Geschwindigkeit her, es spielt sich wie das Original. Und das gefällt mir halt. Ich finde es cool, dass man den Retro-Sound und den Retro-Stil nehmen kann oder den modernen und das auch mischen kann. Ich finde die Charakterauswahl toll, mit ein paar neuen, mit den ganzen alten, den Arcade-Mode. Es gibt super viele Optionen, super viele Einstellungen. Man kann es auf der Switch halt so spielen oder am Fernseher. Man kann es online spielen gegen andere, so gegen andere. Es bietet einem tatsächlich sehr viel. Und deshalb sage ich, okay, der Preis ist okay, es macht Spaß. Aber es wird für mich kein Switch-Dauerbrenner irgendwie sein, weil das ist so ein Spiel, ich liebe Street Fighter 2. Und ich liebe es, ab und zu so ein paar Mal im Jahr das Ding reinzuwerfen, einmal so eine Arcade-Runde zu drehen, die alle zu vermöbeln. Und das war's für mich. Und das werde ich aber jetzt auf der Switch machen und deshalb finde ich schön, das Spiel in der Sammlung zu haben. Apropos Sammlung. Das ist der Oberknaller. Ich habe mich so gefreut, als ich das Ding hier gesehen habe. Denn ich muss sagen, ich liebe es, wenn Indie-Spiele, die ich echt gerne habe, dann als Retail-Version rauskommen. SteamWorld Haste und SteamWorld Dig in the SteamWorld Collection. Auf der PlayStation 4. Für 10 Euro. Hammer. Diese Spiele machen so viel Spaß. Ich habe das meinem Kumpel, dem Tim, der heißt auch Tim, empfohlen. Habe ihm das Ding einfach aufgezwängt, er hat gesagt, das nimmst du mit. Er hat es mitgenommen, er findet beide Spiele cool, er wird so viel Spaß damit haben für 10er, so tolle Spiele und dann auch noch in der Sammlung als Retail. Geil, ich finde es geil, dass Shantae jetzt als Retail rauskommt. Das Ori eine Retail-Version hat schon, glaube ich, aber da warte ich auf so eine Special Edition mit Ori 2 zusammen oder so. The Binding of Isaac bekommt jetzt eine Retail-Version auf der Switch. Ich finde es einfach so geil, dass diese ganzen Indie-Spiele, die ich liebe, Shovel Knight hat damals auch seine Retail-Version bekommen. Und so finde ich das halt toll. Ich liebe es, wenn die Indie-Spiele auch in der Hand haben zu können. Ich warte noch auf eine World of Goo, Mega Man 9, Mega Man 10 und Little Inferno Retail-Version. Kann sein, ich bin nicht immer aktuell, kann sein, dass es irgendeine davon schon gibt und dann werde ich sie mir irgendwann holen. Genauso habe ich jetzt, wo ist das? Ach ja, genau. Genauso habe ich mir jetzt übrigens auch genau deswegen Darksiders in der War Mastered Edition für meine Wii U-Sammlung geholt und werde das Spiel jetzt nochmal auf der Wii U durchspielen, bevor ich dann den zweiten Teil nochmal richtig durchzocke, um mich dann auf den dritten Teil einzustimmen. Das habe ich mir auch gekauft. Und dann habe ich jetzt, ach ja, gerade heute bin ich ein bisschen, wie gesagt, eskaliert. Also, ich hatte Bock auf Mangas lesen. Ich habe mir neulich schon den neuen Toriko-Band gekauft, habe den natürlich sofort verschlungen, denn Toriko macht im Moment einfach super viel Spaß. Super toll, was sie da im Moment so abliefern. Macht richtig Laune. Und dann habe ich mir den zweiten Band von Seven Deadly Sins gekauft. Ich habe ja erst überlegt, ob ich den Manga lese oder den Anime gucke, aber ich bin echt so ein bisschen weg von Anime. Ich weiß auch nicht warum. Ich lese einfach unglaublich gerne Manga, weil ich da einfach auch das Tempo selber diktieren kann, wie ich halt lese. Und der hat mir sehr gut gefallen und deshalb habe ich mir natürlich gleich den dritten gekauft, den habe ich noch nicht gelesen, den vierten und den fünften. Damit bin ich erstmal glücklich. Und dann habe ich mich erinnert, ich habe irgendwann mal Tokyo Ghoul gelesen, den ersten Band, und fand den ganz interessant. Ich kann noch nicht super viel dazu sagen und deshalb habe ich mir erstmal den zweiten Band gekauft, um da ein bisschen weiterzulesen. Genauso habe ich mir dann den nächsten Band von Bestarius gekauft, wo ich auch noch weiterlesen muss. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich mit denen im Laden geschnackt, habe gesagt, ich brauche mal irgendwas Neues. Ich brauche ein bisschen mehr Input, weil ja auch wieder Platinum End und so viele andere Sachen, ja, das dauert halt schon wieder, bis die überhaupt es wieder weitergehen. Und in der Zwischenzeit möchte ich was lesen. Und dann habe ich einfach das Ding gesehen, Boruto. Die Kinder von Naruto und so weiter und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe ihn mir einfach mal mitgenommen. Und werde da einfach mal reingucken. Dann wurde mir empfohlen, beziehungsweise er hat gesagt, das Ding wird im Moment sehr, sehr viel gekauft. My Hero Academy. Steht da gar nicht Academy? Academia? Viele Menschen verfügen über Kräfte, die Macken genannt werden. Dass sie ausschließlich... Na, mach scharf. Hat niemand gesagt. Aber wo auch immer das... Okay. Es sieht bekloppt aus. Gefällt mir gut. Wie heißt denn das Ding? Ja, natürlich verdeckt. My Hero Academia, würde ich jetzt sagen, steht da. Bin gespannt. Einfach mal reingucken. Was soll's.
Und dann hat er mir gesagt, dass ich mir das ruhig mal angucken. Last Hero Inuyashiki. Ist halt von der Zeichnung her eher ein bisschen realistischer. Da werde ich einfach mal reingucken. Ja. Und das ist so mein Haul gewesen. Ich bin da ein bisschen eskaliert. Ich hatte Bock auf Mangas, ich hatte Bock auf Spiele, was richtig schön ist für die Sammlung mal wieder. Das Ding kommt, so wie es jetzt hier ist, erstmal in den Keller, weil ich einfach auch nicht mehr weiß, wohin damit hier. Macht ja nichts. Ich habe viele Sachen im Keller. Meine Zelda-Statue da hinten, die wird jetzt auch erstmal in den Keller wandern, weil sie einfach keinen Platz findet. Irgendwie, weil hier ist es halt schon alles voll, ne? Ich könnte Sachen austauschen, aber so wie es da im Moment steht, gefällt es mir einfach gut. Die N64-Spiele werde ich auch noch verstecken. Die stören das Bild so ein bisschen. Die da oben stelle ich einfach ab und zu immer mal wieder um. Da ist halt auch schon alles voll. Naja, egal. So ein schöner Karton kann ja erstmal so in den Keller. Und dann, wenn ich meine Bude habe, nächstes Jahr irgendwann, dann wird das richtig schön dekoriert. Cool. Da ist so viel cooles Zeug drin in dieser Special Edition. Dann habe ich jetzt Thief, spiele ich jetzt gerade. Und ich habe bei Thief, habe ich euch ja schon ein bisschen zu eurer Meinung gefragt. Ich finde das Spiel sehr, sehr interessant. Ich werde auch dazu eine Review drehen. Aber halt vor allem aus dem Aspekt, dass Thief bei mir sehr viel Gedanken angeregt hat. Das Spiel an sich ist okay. Es ist eigentlich so typisch Square Enix irgendwie. Aber der Ansatz von dem Spiel ist halt so unglaublich gut. Und die Stimmung und die Idee dahinter. Die Umsetzung ist total banal und 0815. Aber es gibt da immer wieder so kleine Ansätze, wo ich mir so denke, wenn man da jetzt ein Spiel draus machen würde, so ein richtig geiles Open-World-Rollenspiel, was richtig, richtig gut ist, dann könnte das so richtig geil werden. Und da geht es halt um dieses Stealth-System. Und dass du praktisch in einer riesigen Stadt, in einer riesigen Umgebung irgendwie dich frei bewegen kannst. Und das wird halt hier immer wieder angeteasert und dir wird vorgegaukelt, dass du Leute belauschen kannst. Und praktisch einfach das normale alltägliche Leben von dieser Stadt beobachten kannst. Und wenn man es halt schaffen könnte, dass du praktisch einen Dieb oder einen Ninja oder sowas spielst und du dich in einer Stadt frei bewegen kannst, und zwar wirklich frei, dass du in alle Wohnungen theoretisch rein kannst, aber wenn du da reingehst und du wirst entdeckt, dann holen dir die Polizei und so weiter, dann musst du flüchten. Oder wenn du es aber schaffst, unbekannt zu bleiben und schaffst es, Leute zu belauschen, oder versteht ihr, was ich meine? Einfach, dass du das normale alltägliche Leben, was dann natürlich auch gut geschrieben werden muss, es muss eine Stadt erschaffen werden mit Personen, die ein alltägliches Leben führen und einen ganz normalen Alltag irgendwie haben und einen interessanten Alltag. Und wenn du dann daran irgendwie teilhaben kannst und den vielleicht verändern kannst oder manipulieren kannst und einfach vor allem einfach beobachten kannst, als Dieb, als Phantom, als Ninja irgendwie, da stelle ich mir so unglaublich interessant vor. Und wenn sich darum dann ein Game dreht, dass du dann irgendwie da vielleicht Detektiv spielen musst, man eine richtig geile Hauptstory um diese Stadt herumstrickt, um den Charakter selbst. Aber halt dieses Setting da ist von dieser Stadt. Es kann ja ruhig so in diesem Gangs of New York-Stil sein. Das ist halt hier so ein bisschen das alte England, halt so richtig alt gemacht. Und das gefällt mir an sich richtig gut. Man kann natürlich auch ein anderes Setting nehmen. Aber ich glaube, das wäre schon richtig interessant. Es muss nicht unbedingt in der Moderne spielen. Weil dann wäre einfach, dann wäre es ein bisschen befremdlich. Aber wenn man so in dieser alten Zeit spielt, wo dann auch wirklich Diebe und Spione noch halt wirklich alltäglich waren, das stelle ich mir sehr interessant vor. Naja, und dann werde ich jetzt das Spiel beenden. Ich bin da tatsächlich schon im 6. Kapitel, es gibt nur 8. Und dann werde ich Bioshock spielen. Ich habe schon mit Bioshock angefangen, habe ich ja schon kurz gesagt. Haut mich noch nicht so um, aber das Ding werde ich dann weiterspielen. Und dann werde ich, wie gesagt, nochmal Darksiders auf der Wii U durchspielen. Und dann werde ich mir wahrscheinlich, falls dann nicht irgendwas rauskommt, was ich vergessen habe, mich endlich an Final Fantasy 9 ransetzen. In dem Sinne, Leute, das war wieder dieser sehr, sehr lange Vlog. Eigentlich sollte er gar nicht so lang werden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer Tim sagt Tschüss, haut rein.